Servus Leute und herzlich willkommen zur neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21. Es geht weiter nach einer, ja, atemberaubenden letzten Runde. 91% trotz komplett irrem Fahrstil. Unser Bus steht immer noch da. Ich weiß gar nicht, ob der sich nochmal wegbewegen wird oder nicht. Der steht immer noch da. 91% trotz, dass wir den Menschen angefahren haben, dass wir Tiere angefahren haben, viel zu schnell waren und so weiter und so fort. Aber okay, das Spiel gibt uns eine gute Bewertung, die nehme ich natürlich an, da sage ich nicht nein. Und wir haben mittlerweile schon unsere nächste Mission freigeschalten, und zwar der Umweltschutz. Der ist anscheinend ein Klacks. Der Bürgermeister hat irgendeine Straße für den Individualverkehr gesperrt. Ich weiß nicht für welche Straße. Wahrscheinlich die hier, weil die ist eh kaputt. Die hier wieder gesperrt haben. Da kommt man eh nicht weiter. Auf jeden Fall haben wir die letzte Region freigeschalten. Es sind ja drei Regionen dazugekommen in diesem Next Stop Update. Und zwar der Otter Rock Damm hier oben, dann haben wir hier Hazel Creek und da unten die Woodfalls. Und endlich haben wir die Woodfalls jetzt freigeschalten. Und hier können wir mal gucken, wie wir die Woodfalls mit dem restlichen Stadtteil verbinden. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dieser mittleren Mission hier. Besitze eine ausgeglichene Route, welche die Stadtteile Otter Rock Damm, Hazel Creek und Woodfalls mit höchstens 6 Bushaltestellen miteinander verbindet. Das heißt, wir müssen alle drei neuen Regionen miteinander verbinden, und zwar mit einer Linie, die aus höchstens 6 Bushaltestellen besteht. Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ich glaube, wir stellen eine kurze Linie 37, nehmen dann eine Haltestelle, eine zweite Haltestelle, eine dritte, eine vierte und eine fünfte und eine sechste mit und kommen dann drauf, wir haben keine ausgeglichene Route. Okay. Wir nehmen diese Haltestelle mit. Das ist die dritte. Ah, hoppla, vierte. So, und dann haben wir eine ausgeglichene Route. Zack. Und die Mission wäre erledigt. Und die Linie 37 wird direkt mal wieder gelöscht, weil so eine Route braucht, denke ich mal, keiner hier. Sodala. Sodala, sodala, sodala. Fahre eine perfekt ausgeglichene Route mit weniger als 15 negativen Ereignissen. Na, das sollte schon mal möglich sein. Und bediene 40 Fahrgäste im Stadtteil Woodfalls. Auch das sollte schon mal möglich sein. Wir gucken mal. Ich erstelle mal eine neue Linie, welche Haltestellen wir hier überhaupt haben. Wir haben eine einzige Haltestelle nur, die eine Hauptverkehrszeit in der Früh und am Abend hat. Mehr nicht. Eine einzige Haltestelle. Na, das ist nicht viel. Dann haben wir ein paar andere Haltestellen, die zum Mittag ihre Hauptverkehrszeit haben. Und wir haben sogar eine Nachthaltestelle hier unten, Old Pier. Die könnten wir theoretisch vielleicht mit dem Ding da unten verbinden. Beziehungsweise vielleicht mit der Nachtlinie, die hier rumfährt. Wobei wir dann ganz weit nach unten fahren würden, ohne Grund. Na, gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall mal eine Gold Island-Linie und eine Woodfalls-Linie starten. Das ist schon mal drin auf jeden Fall. Da haben wir genügend Haltestellen dafür. Auch mit der Nachfrage sieht das ganz gut aus. Starten wir mal so rein. So, nehmen wir mal... Ne, da sollten wir eher... diese Seite hier nehmen. Genau. So. Dann brauchen wir die hier. Und dann machen wir vielleicht so eine kleine Rundlinie draus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Haltestellen. 2 Ausstiegs-, 2 Einstiegshaltestellen auf Gold Island. Die Frage ist, können wir die alle anfahren? Verbundene Routen, die hier nicht. Das Old Silo können wir nicht anfahren. Aber die anderen drei. Das heißt, wir haben 2 Einstiegs- und eine Ausstiegshaltestelle. Wie sieht es denn hier unten in St. Anthony aus? Da können wir bestimmt die eine oder andere Haltestelle mitnehmen. Wie zum Beispiel die hier. Oder auch nicht, weil wir da keinen Platz haben. Hier ist auch alles voll. Hier ist auch alles voll. Na, dann fahren wir halt nur hier hin. Dann machen wir einen kurzen Abstecher zum Seadrift Square. Fahren dann nach da unten. Gold Island Tourist Center. Mhm. Old Silo können wir ja nicht mitnehmen. Und dann hier hin. Und dann müssten wir theoretisch wieder zurück. Ach so, würden wir dann zurückfahren. Na, das wird natürlich auch funktionieren. Guck mal, da würden wir nämlich nur die Hälfte von Gold Island mitnehmen und dann hier wieder zurückfahren über die Autobahn. Das wäre auch eine gute Idee. Bevor wir quasi die lange Strecke hier oben zurücklegen, fahren wir einfach nur die Hälfte von Gold Island an und fahren dann wieder zurück. Das ist gar nicht mal so doof. Das ist tatsächlich gar nicht mal so doof. Wir machen einen kurzen Abstecher nach St. Anthony.
einen kurzen Abstecher Richtung Gold Island und fahren dann direkt mal wieder zurück. Wird auf jeden Fall eine Überlandstrecke werden, so viel ist schon mal klar. Und da können wir diese Mission gleich mal erledigen. Fahre eine perfekt ausgeglichene Route mit weniger als 15 negativen Ereignissen. Das ist definitiv schon mal drin. Eine schöne neue Route. Und dann gucken wir mal, ob wir diese andere Haltestelle da unten möglicherweise noch irgendwie an unser Streckennetz anbinden können. Die hier. Logger's Cabin. Da könnten wir nämlich einerseits sagen, wir machen vielleicht eine Linie da nach hinten. Das wäre eine gute Idee, denke ich. Vielleicht sogar eine andere Linie, die bis nach ganz da hinten fährt, dass wir dort auch mal ein bisschen was haben. Und vielleicht noch eine andere Linie, die dann hier hinfährt. Zwei davon können wir ja mal verbinden. Zwei Linien. Und ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Wir starten hier bei Logger's Cabin. Fahren dann mal hier rüber zum Fisherman Point. Und hier auf der gesamten Fläche, dann nehmen wir jetzt mal bis nach Millbrook alles mit. Vielleicht sogar bis zu Denali Research. Damit wir dann den Rest da oben haben. Weil da ist ja die Autobahnabfahrt. Bis zu Denali Research. Fahren wir unseren Weg hier nach oben. Das machen wir. Eine schöne Linie von Wood Falls in diese Gebiete, Greenwood, Copperpot, Baytree, Millbrook und Denali Research, damit wir die auch nochmal an das Streckennetz anschließen. Ich glaube, das ist eine super duper Idee. Das ist eine super, super, super duper Idee. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch, die Haltestelle müssen wir irgendwann mal upgraden auf jeden Fall. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch irgendeine Haltestelle oder irgendeine Linie, die nach da oben führt. Dass wir hier auch nochmal gucken, dass wir das irgendwie anbinden an das Streckennetz. Oder vielleicht zumindest hier anbinden oder sowas. Oder auch nicht. Oder wir sagen, die müssen hier umsteigen und dann nach oben fahren. Das kann natürlich auch sein. Können wir theoretisch auch machen. Dass wir das gar nicht mit dem da oben verbinden, sondern nur mit dem da unten. Weil wir haben ja eigentlich die Sonnenlinie, die nach da oben fährt. Können wir auch machen. Gucken wir mal. Mit der Nacht, das wird schwierig, die Haltestelle da hinten. Die anderen sind in Ordnung. Das funktioniert. So, gucken wir mal. Wir müssen hier nämlich jetzt nur nach der Nachfrage Ausschau halten. So, und ich sehe, da fährt eine Linie auf jeden Fall schon mal hier rein. Jetzt mal vielleicht die lange Strecke da hinten abfahren. Können wir theoretisch auch mal machen. Da ist 6 von 6, da ist voll. Das sind jetzt aber leider nur Einstiegshaltestellen hier gerade. Da müssen wir definitiv gucken, dass wir da irgendwie noch andere Haltestellen bekommen. Greenwood High School. Die hätte Platz für uns. Na, gucken wir mal. Das sind alles nur Einstiegshaltestellen hier gerade. Okay, besser fahren wir von da hinten. Weil ich würde nämlich gerne eine Linie wieder draus machen, die... Warte mal, wenn wir vielleicht bis nach Orris Harbor rüberfahren würden, dann würde es sich ausgehen. Ich würde nämlich gerne wieder eine Linie draus machen, die eine Ping-Pong-Linie wird. Wenn wir jetzt einmal hier hinfahren und einmal hier hinfahren. Und dann hier rüberfahren. Ach, da geht's gar nicht. Dann fahren wir hier nach oben und hier nach unten und hier hin und hier hin. Das geht leider auch nicht da unten. Okay, dann sagen wir, das hier ist Ende. Und werden jetzt die Route mal anders konfigurieren. Und zwar als Ping-Pong-Route. Dann bräuchten wir noch eine Ausstiegshaltestelle. Die Technical University könnten wir nehmen. Da müssten wir die dafür aber wegtun. Die Glenrose Avenue. Na, ich habe gesehen, es gibt noch keine Verbindung nach da oben. Deswegen bin ich mal hier oben nach da oben gefahren. Da nach unten gibt es bestimmt einige Verbindungen. Da fahren schon 6 Routen. Okay, mal gucken, ob wir da drüben vielleicht noch was kriegen können. Wenn wir zum Beispiel hier hinfahren, statt hier nach unten. Weil hier nach hinten geht's nicht. Da sind 6 von 6. Das hier ist, glaube ich, eine Einbahn. Das geht nicht in beide Richtungen. Das ist das Problem. Und da drüben bekommen wir, glaube ich, auch keine weitere Haltestelle noch gebacken. Die könnten wir theoretisch anfahren, aber dann würden wir hier wieder in so einen Schlamassel reinfahren. Und bis da nach oben will ich auch nicht unbedingt, bis zum Silver Park. Weil das auch wieder ein extremer Umweg wäre.
Gut, vielleicht müssen wir eine von diesen Haltestellen rausnehmen. Vielleicht müssen wir tatsächlich sagen, wir nehmen die First Street raus und dafür die hier rein. Als dritte Haltestelle. Und dann passt's. Dann ist ausgeglichen. Dann wird ausgestiegen, ausgestiegen, ausgestiegen. Problem ist halt nur hier oben. Machen wir das mal so. Genau, dann fahren wir einmal so rum. Oder so, dann würden wir immer wieder in die richtige Richtung abbiegen. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja, machen wir das mal so. Ist ein weiter Weg bis hier wieder nach oben, zurück zu den Woodfalls, zur Logger's Cabin. Aber dann haben wir hier eine schöne, schöne, schöne Strecke. Das passt ganz gut. Route 38, 250.000 würde uns das bringen können. Nice, nice, nice. Da bin ich wieder, schreibt der Liam im Chat. Herzlich willkommen zurück. So. Route 38, na das sieht ja schon mal gut aus auf jeden Fall. Das sieht schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Nice. Freut mich, freut mich, freut mich. Okay. Neue Route erstellen. Und wir machen noch eine weitere Linie, die genauso von da hinten von Logger's Cabin losfährt, aber diesmal nach hier hinten fährt. Da ist die Abfahrt. Dann können wir die Inez Street schon mal mitnehmen und fahren dann mal den letzten Rest hier ab. Oder wir können sogar sagen, wir fahren von hier nach da drüben und fahren dann einmal einen kleinen Bogen und kommen wieder zurück. Können wir auch machen. Das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Anstatt hier großartig dann noch eine dritte Linie zu erstellen, was wir natürlich machen könnten. Oder wird das dann ein bisschen zu lang werden im Großen und Ganzen? Ich glaube, das wird sogar ein bisschen zu lang. Ich glaube, da sollten wir vielleicht wirklich eine dritte Linie da oben erstellen. Und dann müssen wir halt dann schauen, dass wir die Haltestelle hier upgraden. Aber das ist ja auch möglich. Wenn wir uns ein paar Mal hier hinter Steuer setzen und warten, bis der nächste Bus kommt und hier hinfahren, sollten wir die Haltestelle schon upgraden können. Das sollte funktionieren. Ich glaube, da brauchen wir eine dritte Linie, die nach da oben fährt. Die vielleicht hier hinfährt, die vielleicht hier hinfährt. Oder versuchen wir es mal. Mal gucken, wie viele Haltestellen wir da drüben gebacken bekommen. Schauen wir mal. Wir haben hier ziemlich viele Einstiegshaltestellen. Das könnte zum Problem werden. Vielleicht brauchen wir die dann da drüben als Ausstiegshaltestellen. Gucken wir mal. So, wir fahren erstmal hier hin. Oder fahren wir direkt durch hier nach hinten. Wir fahren mal hier hin und hier hin. Alles Einstiegshaltestellen. Oh je, Mini. Dann fahren wir hier hin. Oder vielleicht nicht. Vielleicht fahren wir... Sind auch alles Einstiegshaltestellen. Vielleicht fahren wir da nach hinten. Geht nicht. Aber das hier geht. Und das hier geht. Und das hier geht. Und dann würden wir theoretisch sowieso da drüben hinfahren. Wie sieht es mit der Nachfrage aus? Ui, 5 nach oben. Na Glückwunsch. Da müssen wir definitiv hier in dieses Gebiet fahren. Da kommen wir gar nicht anders drum rum. Und wir brauchen hier Ausstiegshaltestellen. Die Middle School können wir gleich mal mitnehmen. Hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist nicht voll. Die North Mall können wir mitnehmen. Dann haben wir hier Einstiegshaltestellen. Dann würde ich fast sogar sagen, wir fahren mal hier hin. Und vielleicht auch mal da nach oben. Und drehen vielleicht hier um. Und wenn wir hier jetzt sagen, wir machen eine Ping-Pong-Route draus. Wie sieht's denn dann aus? Ach du Scheiße, dann haben wir 7 nach oben. Na holla die Waldfee. Na holla die Waldfee, da brauchen wir aber definitiv noch ein paar Haltestellen dazwischen. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Ha, puh. Chetty Drive ist eine Einstiegshaltestelle. Boah, wir haben hier so viele Einstiegshaltestellen. Und hier haben wir blöderweise eine Einstiegshaltestelle nach der anderen. Hier gibt es irrsinnig wenige Ausstiegshaltestellen.
Nee, dann müssen wir da nach unten fahren. Da kommen wir nicht anders drum rum. Dann müssen wir die Ness Street wegnehmen und müssen da nach unten fahren. Sechs von sechs, drei von drei. Bleibt uns nur die Fraddle Street. Direkt mal als zweite Haltestelle. So. Dann fehlen uns nämlich nur noch drei. Drei ist aber auch ein bisschen komisch. Wie sollen wir das denn lösen? Ach, weil wir hier nur einmal hinfahren. Weil das hier nur eine eine Haltestelle ist in dieser Einbahn. Wenn ich die wegnehmen würde, würden wir trotzdem dort durchfahren. Machen wir das mal lieber so. Dann fehlt es uns aber wieder an Vieren. Eieieiei. Und ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, wenn wir hier sagen, wir fahren... gut, wir könnten theoretisch sagen, wir fahren da mal nach oben. Und nehmen diese Haltestellen quasi mit. Nur wie sieht das aus beim Zurückkommen? Wir würden nämlich hier direkt auf die Autobahn auffahren. Scheiße. Das ist voll. Ja, gerade hier hin könnte man noch düsen. Greenwood High School. Wobei, wo ist die? Irgendwo da unten. Wird's was bringen? Und ich sag, Sunshine Retreat wird die zweite Haltestelle. Wie würden die Streckenführung dann aussehen? Na, irrsinnig scheiße. Und wenn ich die hier als dritte Haltestelle mitnehme... Aha, dann würden wir quasi über Gold einen fahren. Na, das würde ich mir aber auch noch einreden lassen. Dann würde es sich nämlich genau ausgehen. Guck mal. Der Chuck's Roadside Service wäre ein bisschen doof, weil da halten wir nämlich nur auf der einen Seite. Aber das hier wird funktionieren. Dann würden wir quasi nicht da unten rumfahren, sondern wir würden über Gold Island fahren. Einmal über Gold Island drüber, dann hier abbiegen und dann hier weiter nach unten. Das würde theoretisch funktionieren. Das wird von der Hauptverkehrszeit passen. Und dann würden wir quasi einmal über die komplette Map fahren. Von da unten von den Woodfalls über Coyote Bush, über Gold Island hinweg. Dann Richtung Oris Harbor. Wir halten bei Valley Spring, wir fahren über Indigo Hill, vorbei an Pecunia, rüber Richtung Oakwood und St. Anthony, Richtung Lakeside View und sogar nach da oben, Richtung Hazel Creek. Also wenn das mal nicht eine Weltreise ist, 50 Minuten dauert die Route. Holla die Waldfee. Na, das ist schon mal was. Das machen wir. Eine riesen neue Route. Geile Sache. Hoi. Okay, da brauchen wir definitiv ein paar neue Busse. So viel ist schon mal klar. Da brauchen wir definitiv ein paar neue Busse. 37, 14. Ach du Kacke. Gut, wir haben hier 28 Haltestellen. Na holla die Waldfee. Boah. Das ist schon was. Das ist schon mal was. Na gut. Gucken wir mal, dass wir die Route 37 irgendwie hier gestalten können. Wir brauchen einen Bus, eine Busladung für die Hauptverkehrszeit. Und drei Busladungen für die Vollzeit. Und das ist eine Linie, die fährt wo nochmal genau? Überland. Eigentlich fährt hier alles Überland. Einzige, was ich sagen könnte, ist vielleicht das hier, machen wir eine kleine Stadtstrecke Strecke draus mit vielleicht nicht unbedingt Überlandbussen, aber die anderen zwei können wir definitiv auf Überland umstellen, weil die sind wirklich ständig auf der Autobahn unterwegs. Okay, wir brauchen... Da steht ja immer noch hier, der Bus. Ach du Scheiße, da stehen 1, 2, 3, 4 mittlerweile hinter ihm. Hoppla, was ist denn da passiert? Der fährt nicht mehr weg. Gut, ich verzieh mich mal schnell. Da stehen alle Busse mittlerweile hinter ihm. Ist er jetzt endlich weg? Ja. Da fährt er. Und alle halten gerade. So, schnappen wir uns hier mal die kleine Übersicht. Und gucken mal. Dann würde ich gerne einen Bus nehmen. Mit einer Busladung von 1.
und einen Bus nehmen mit einer Busladung von 2. Und ich würde mal sagen, dann nehmen wir uns vielleicht mal den Crossway LE mit einer Busladung von 2. Den haben wir, denke ich mal, schon im Angebot. Und wir nehmen uns vielleicht mal wieder, weil wir ihn schon lange nicht mehr benutzt haben, den Enviro. Der passt, denke ich mal, gut auf Gold Island. Also, Iveco Crossway LE und Alexander Dennis Enviro 200. Die zwei brauchen wir. So, gucken wir mal. 5 Mal haben wir den schon im Angebot. Dann holen wir uns ihn ein 6. Mal. Und gucken mal, was da für eine gute Lackierung dazu passt. Pixel Connect können wir theoretisch mitnehmen. Woodforce, wir kommen dort vorbei an einem Holzfällergebiet und wir fahren nach Gold Island. Das heißt, wir könnten mal nach Farben braun und ein bisschen so sonnenuntergangsmäßig, so wie das hier theoretisch. Wir nehmen das Pixel Connect. Influencer Pixel Connect, warum auch nicht? Wir nehmen das mal. Das kommt von den Farben ziemlich gut hin, so sonnenuntergangsmäßig. Das passt schon. Mit der Gold Island Werbung natürlich, die darf nicht fehlen. Und einer schönen Innenausstattung, dann nehmen wir mal das hier. Christmas passt zumindest farblich ganz gut dazu. So, und dann schnappen wir uns gleich mal den Alexander Dennis. Den Enviro, Alter, 200 Mal haben wir den schon, wollte ich gerade sagen, 200 heißt der. Wir haben den schon 13 Mal hier eingesetzt. Und den hier gerade ein einziges Mal. Ein einziges Mal gibt es den Doppeldecker. Auf der 28, na guck mal einer, das ist aber nicht oft. Das ist aber nicht oft. So. Und der fährt auch mit dieser Pixel Connect Lackierung. Einmal hier. Und einmal hier. So. Und dann hätten wir das schon mal erledigt. Oh, hoppla. Wir brauchen ja noch einen hier oben. Okay, dann nehmen wir den Alexander Dennis hier und wir nehmen einen von den kleinen für die Hauptverkehrszeit. Das machen wir. Einen von diesen hier, von den Grande West. Dann nehmen wir mal den hier, den Dieselbus. Den haben wir nämlich erst 2 Mal. So. Dann nehmen wir einen von den kleinen für die Hauptverkehrszeit. Dann hätten wir das auch erledigt. Hätten wir einen mit einer Dreierbusladung theoretisch nehmen müssen. Dann hätten wir einen in der Normalzeit und einen in der Hauptverkehrszeit. Aber egal. So. So passt es definitiv auch. Dann haben wir mittlerweile einen Intervall von 7 Minuten und einen Intervall von knappen 5 Minuten... wenn wir die Hauptverkehrszeit betrachten, und das ist definitiv ziemlich gut. Also ich glaube, da kann sich keiner beschweren. 7 Minuten und 4 Minuten, das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung, da kann sich wirklich keiner beschweren. Also, wir haben eine neue Linie. Die 2 anderen brauchen wir noch, 38 und 39, die brauchen wir noch, und dann müssen wir fahren. 40 Fahrgäste im Stadtteil Woodfalls befördern, eine perfekt ausgeglichene Route mit weniger als 15 negativen Ereignissen fahren. Ich würde mal sagen, das machen wir gleich mal mit der Route 37. Das ist definitiv eine gute Route, um diese Mission in Angriff zu nehmen, würde ich mal behaupten.